wurde verwandelt zu einem neuerlichen Let's Play Victoria 2 mit Österreich. Wir sind bereits im 20. Jahrhundert, 1903. Wir sind die Großmacht Nummer 1. Wir sind industriell und prestigemäßig Erster, wie ihr hier sehen könnt. Nur militärisch sind wir nicht Erster, da sind wir leider nur Vierter. Das liegt aber weniger daran, dass wir so ein schlechtes Heer hätten, wenn wir uns anschauen bei der Statistik, wie viele Divisionen wir besitzen. So sehen wir, dass Österreich-Ungarn tatsächlich an erster Stelle steht, was die Zahl der Divisionen betrifft. Und bei den Schiffen stehen wir zwar nicht an erster Stelle, aber immerhin an dritter Stelle. Das bedeutet, eigentlich müssten wir das mächtigste Land her haben von allen. Das ist nur deswegen nicht so toll, weil durch unsere Politik sind wir gezwungen, für die Offiziere, also das Wehretat, relativ gering zu halten. Dadurch ist unsere Organisation relativ gering. Und durch die geringe Organisation unserer Truppen bedeutet das im Endeffekt, dass wir einen niedrigeren Militärwert haben. Aber sollten wir die Reaktionären an die Macht kommen lassen, was wir durchaus könnten, rein theoretisch, könnte das dann dazu führen, dass unsere Militärmacht die größte ist. Weiß ich nicht so genau. So, in der Zwischenzeit habe ich einige Sachen gebaut. Ich weiß nicht mehr genau was. Das war vor 2 Tagen, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich sehe es nur daran, dass unser Einkommen stark gesunken ist. Aber ich nehme mal an, wir bauen noch her. Ja, bauen wir noch. Aber das kann es nicht wirklich sein. Auch die Schiffe können da jetzt nicht so viel Geld kosten. Schwer zum sagen. Ah, vielleicht habe ich einen Haufen Forts in Afrika gebaut. Das könnte sein. Kann das sein? Nicht, dass ich wüsste. Was kann denn so teuer sein? Interessant. Na gut. Was auch immer. Wir erweitern unsere Forts hier an der Grenze zum Osmanischen Reich. Das ist wichtig. Auch am Suezkanal, dass wir da möglichst lange aushalten, sollten wir attackiert werden von den Osmanen. Das bedeutet, hier bei den Osmanen haben wir alles sehr schön ausgebaut. Da an der Grenze hoffe ich auch. Ja, da haben wir alles ausgebaut. Meiner Meinung nach die Hauptprobleme, die wir in den nächsten Jahren haben, sind natürlich noch immer Deutschland. Aber wer weiß, vielleicht neigt auch Italien dazu, uns Probleme zu machen. Immerhin haben die einen Kriegsgrund gegen uns. Sollten sie sich mit Deutschland verbünden, könnte das zu ernsthaften Problemen für uns führen. Wir haben zwar eine große Armee, aber so groß, weiß ich nicht, ob wir beide aufhalten können. Müssten wir dann schon schauen. Naja, wer weiß. Wir werden dann wahrscheinlich auch wieder in Militärtechnologie ein wenig investieren. Und solange Russland nicht auf uns losgeht, ist alles gut. Bündnis anbieten. Wieso nicht? Wieso hasst ihr uns so? Frankreich hasst uns auch. Ich hasse sie auch. Am meisten hasse ich Deutschland. Herzlich, herzlich, herzlich. Ich mag Russland echt nicht. Die helfen da eh nicht mit. Ah, schon wieder ein Konflikt in Thessalien dieses Mal. Also hier. Ho, 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 ho. Italien unterstützt die Osmanen. Eigentlich sollten wir Griechenland unterstützen.
Das ist eine sehr riskante Sache. Sollen wir das machen? Ich habe hier gerade erst gestartet, klar. Wow. Gut. Schlecht. Gut. Na gut, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und es entwickelt sich nicht zu einem Krieg. Ich fürchte, das werden sie nicht annehmen. Sie würden dieses Angebot annehmen. Schauen wir mal. Hey, das war ja einfach. So einen einfachen Konflikt hatte ich überhaupt noch nie. Wir machen Griechenland größer. Italien kriegt eine auf den Deckel. Das Osmanische Reich kriegt eine auf den Deckel. Alle sind glücklich. Wahnwitz. So viel Glück muss man mal haben. Brauchen sie nur noch Westmazedonien, dann ist Griechenland Griechenland, das heutige Griechenland. Nein, stimmt nicht. Kreta brauchen sie auch noch. Und ein paar ägäische Inseln. Ha! Nimm das, Osmanisches Reich. Keiner liebt dich. Das ist ja gut. Unsere große Militärmacht ist ja doch zu was gut. Und Stromgeneratoren kriegen wir auch gleich. Yes! Das ist extrem gut. Das sollte wieder sehr viel Geld in unsere Kassen spülen. Elektroofen wäre auch sehr cool. Schichtarbeit auch, aber nicht ganz so. Soziale Verstimmung. Pluralität wird da auch erhöht. Massenkultur und Avantgarde. Ah, das gibt noch sehr viele. Das gibt noch sehr viele Prestigepunkte. Das sollten wir vielleicht auch machen. Das sollten wir niemand anderen zukommen lassen. So, die nächste Armee wird dann wiederum weiter nach Norden gebracht. Wir haben da wieder eine Armee. Wie vielte ist das? Die 22. bereits. Wow. Nein, nicht die 30. Die 22. Armee. Und als Anführer, wen gehen wir da rein? Lorenz von Hohenhausen, den Dankel? Nein, Göring? Nein. Bloß? Nö. Nö. Nö, nö, zu viele rote Sachen. Nein, nein. Angriff minus 2 ist ganz schlecht. Könnte man einen mit Angriff plus haben? Na, Geschwindigkeit minus 5 ist auch nicht gut. Angriff plus 1, naja. Naja, nehmen wir halt den. Bevor wir dort lange weitersuchen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo in der Mitte einen absolut perfekten General, den ich nicht einsetze, weil ich zu faul bin, ihn zu suchen. So, den stellen wir dann wieder weiter nach oben. Deutsche Krone zum Beispiel oder nach Liegnitz. Liegnitz ist gut. Wir haben es endlich entdeckt. Das gibt's ja wohl nicht.
nach all diesen Jahrzehnten des Suchens, wir haben Tutanchamuns Grab entdeckt. Herrschaften, ich lese vor. Als ich den inneren Granitdeckel anhob, kam mir ein Schwall Luft entgegen, der dort 3000 Jahre lang eingeschlossen war. Nach meinem Wissen war ich der Erste, der den Schlaf des Pharaos störte, nachdem er von Tausenden von Jahren zur letzten Ruhe gelegt wurde. Als ich dort in der Luft des altertümlichen Ägyptens stand, vermochte ich den Weizen zu riechen, der an den Nilufern wuchs. Parfum in Alabastervasen und einen Hauch von verrottetem Papyrus. Die österreich-ungarische Archäologen im Tal der Könige haben die größte Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Eigentlich schon des vorherigen Jahrhunderts, 1903 ist schon etwas zu spät, glaube ich zumindest. Sie haben das bislang ungeöffnete Grab des 19-jährigen Pharaos Tutanchamun entdeckt. Oh, ist das schön. 37,5 Prestigepunkte oder 37.500, nein, 37.500 wäre zu viel. 37,5 Prestigepunkte und 23.000 Forschungspunkte. Bist du wahnsinnig. Ägyptische Ausgrabung wird entfernt aus Österreich-Ungarn. Schade, naja. Bam! 23.000, das ist quasi Massenkultur. Ist das großartig? Ist das großartig? So, der Herr Miklosch ist gestorben. Stolzer? Nö. Hötzendorf? Nö. Asprey? Hartmann? Asprey Hogok? Nein. Walter Habsburg? Nö. Nein. Victor von Hartmann? Nein. Organisation minus 8,7 ist schon doof. Ja, das könnte man machen. Erfahrung minus 10% ist nicht so schlimm. Eine nationale Tragödie. Das Problem ist, wir können pro Runde nur 100 Punkte kriegen. Das heißt, das dauert ja trotzdem länger. Weil wir insgesamt ja 60 Punkte erreichen würden. Auf einmal wäre das natürlich schon sehr schön. Das wäre die gesamte Massenkultur, die wir da gekriegt hätten. Admiral Anfang, noch einer gestorben, aber dieses Mal ein Admiral. Schauen wir mal, die müssen wir seltener ersetzen, weil wir viel weniger haben. Hey, Angriff plus 4, das klingt gut. Den nehmen wir auch glatt. Deutschland mag uns trotzdem, obwohl wir sie ständig irgendwo rauswerfen. So, Frankreich. Wir verbessern unsere Beziehungen zu euch. Ich hätte euch ganz gerne als Freunde und Verbündeten, auch wenn ihr militärisch ein bisschen eine Katastrophe seid. Seit dem letzten Weltkrieg. Aber irgendwann einmal werdet ihr schon wieder größer werden. Ein Qualitätssicherungsverfahren. Das verbessert unsere Fabriksleistung. So, schauen wir mal, wie ist das mit den Konflikten? Das Osmanische Reich kann weiter zerfallen. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn es das tut. Und auch das Deutsche Reich darf weiter zerfallen. Durch das, dass wir Erste sind, haben wir natürlich einen gewissen Vorteil, was das betrifft. Egal, ob sie uns nicht mögen, meine Bevölkerung, aber... Oh, sogar in Frankreich haben wir da Unruhen. Warum gibt es hier Unruhen in Montpellier? Ich meine, in Korsika könnte ich mal einreden lassen, aber... Oh, das Deutsche Reich hat Probleme mit seinen Leuten. Sehr gut. Das gefällt mir. Der österreich-ungarische Rote Stern.
In Wien wurde eine neue Tageszeitung gegründet, die auf politische Gesinnung keinen Hehl machte. Der österreich-ungarische Rote Stern, offizielles Parteiorgan der österreich-ungarisch-sozialistischen Partei. Naja, gut soll sein. Ich werde mal beim Club vorschlagen, dass du gerade abonnieren will, jemand Gin. Oberschicht 5 Bewusstsein, 1 Militanz und 1% mehr Sozialisten. Was dieses furchtbare Käseblättchen, eine Fisch-Chips-Verpackung? Unterschicht, mehr Sozialisten. Naja, wieso nicht? Das macht die ganze auch ein bisschen mehr davon. Wie schaut das aus? Können wir keine Reformen machen? 46,37 beziehungsweise 42,44. Na, schauen wir es an. So, warte jetzt mal. Russland. Großbritannien, Frankreich, Schweiz. Skandinavien, Russland. Gut, wir schauen mal nach, wie das da ausschaut. Meinungssenken von Deutschland. Meinungssenken von Großbritannien. Meinungssenken auch von Deutschland. Schau. Na gut, Großbritannien, wie schaut das bei euch aus? Verbessern wir auch die Beziehungen nicht, dass ihr abspringt aus unserem Bündnis. So, die Leute in Gyr sind fertig und die gehen nach Liegnitz an die deutsche Grenze. Und auch sehr nah an der russischen, so gesehen, ist es ein perfekter Ort, um zu stehen mit einem Typen. So, haben wir noch eine Armee, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Slowakischer Pionier. Polnische Artillerie. Norditalienische Artillerie. Ukrainischer Dragoner und slowakischer Hussar. Passt. Und weiter geht's. Wir gehen wieder nach Györ. Vielleicht noch eine Armee an die Südgrenze. Um klar zu machen, was wir von ihnen halten. Die ganze Baumwolle ab. Das ist ja wohl. So, warte jetzt mal. Frankreich hat Großbritannien Verruf gebracht. Chinesen mögen uns. USA, Italien. Nochmal verbessert zu uns. Russland, Japan, Algerien. Peru. Von den USA. Noch mehr. Ecuador. Okay, wir können wieder. Paramilitärische Gruppen, faschistische Rebellen um plus 25%. Das Ergebnis der gewaltigen Mannstärke
Stärken von Armeen des Industriezeitalters gab es nach Friedensschlüssen oft zahlreiche Veteranen, für die es schwer war, sich wieder mit dem Leben als Zivilist zurechtzufinden und der militärische Grundausbildung bei Bedarf ausgenutzt werden konnte. Mit dem Wachsen revolutionärer Links- und besonders rechtsgerichteter Bewegungen mehrten sich auch die potenziellen Einsatzmöglichkeiten missmutiger Kriegsveteranen zur Bekämpfung der Aktionen und des Einflusses ideologischer Gegner enorm. Die Existenz dieser Kriegsveteranen forderte in Zeiten politischen und sozialen wirtschaftlichen Aufruhrs die Fähigkeiten vieler Staaten heraus, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Aktivitäten solcher Paramilitärs wurden oft von Gegnern des Liberalkapitalismus als inhärente Schwäche der Demokratie angesichts revolutionärer Herausforderungen bezeichnet, die die soziale Ordnung gefährdeten. Na super. Irgendwelche Typen, die zu wenig Zeit haben, zu viel Zeit haben. So, wartet mal. Da haben wir Rebellen. Die sollten wir auf jeden Fall bekämpfen. Das heißt, wir werden mal versuchen, Militärzugang zu bekommen. Und gleichzeitig werden wir mal hierher fahren. Ja, außerdem können. Genau, wir wollten auf Vermögen gehen. Dann darf die Oberschicht und die Mittelschicht wählen. Das ist gut. Und zwar zu gleichen Teilen. Das heißt, die Mittelschicht bestimmt, was passiert. Mhm. Weiter runter gehen wir nicht mehr. Verdammten Armen sollen nicht wählen dürfen. Wir sind reaktionär genug, dass wir das nicht zulassen wollen. Die sind auch zu doof dazu. Das ist jetzt nur meine Privatmeinung, nicht die Meinung meiner Person. Oder so. Ja. Okay, machen wir weiter. Sehr gut, Ecuador lässt uns rein. Das heißt, Freunde, wir dürfen nach Quito gehen. Und dort verhindern, dass diese großkolumbianischen Nationalisten das übernehmen. So, aus der Ecuador. Argentinien auch. Was ist mit Argentinien? Ja, die 3000 Rebellen. Wenn ich mit denen nicht alleine fertig werde, dann kann ich euch eh nicht helfen. Oh! Skandinavien ruft mich um Hilfe. In einem Krieg. Welcher Krieg? Uff. Auf der Seite Deutschlands. Das ist ja interessant. Wir könnten auf der Seite Deutschlands gegen Russland, Frankreich und Belgien kämpfen. Die sind alle nicht verbündet mit mir, das passt also. Das wird ein großer Krieg. Ich könnte mich quasi am Zweiten Weltkrieg beteiligen, wenn ich wollte. Übernehme ich die Führung in dem Krieg? Wenn ich da jetzt einsteige? Puh. Gute Frage. Sie wollen was? Sie wollen Niger erobern? Das kann es ja wohl nicht wirklich sein. Wo ist Niger? Da irgendwo. Echt jetzt? Für dieses armselige Bimpelfax startet ihr einen Weltkrieg? Für dieses hellgrüne Zeug da? Für ein Stück Wüste, in dem es insgesamt 8000, 17000, 15000 und 30000 Menschen gibt, nicht einmal 100000 Leute insgesamt. Starten wir da gerade einen Weltkrieg? Wenn ich mich dagegen entscheide, bleibe ich aus dem Krieg draußen und lasse wieder die gegenseitig kämpfen. Vielleicht kriegt Deutschland dann einen auf den Deckel. Ich will, dass Deutschland einen auf den Deckel kriegt. Andererseits, das wäre eine sehr österreichische Vorgehensweise, sich da rauszuhalten.
Frankreich ist kein Problem. Das wird, da wird Deutschland, mit denen wird Deutschland fertig. Russland ist ein Problem. Andererseits, wir haben die Türkei dieses Mal auf unserer Seite. Das wäre mal was Neues. Schauen wir uns das mal da an. Was kämpfen derzeit Deutschland gegen Frankreich? Deutschland kann nur Frankreich und Russland kämpfen gegen Spanien, ist auch auf ihrer Seite. Osmanen und Holland. Das kann man ja schon fast gar nicht verlieren. Frankreich ist so da nieder nach dem letzten Krieg noch. Die überleben diesen Krieg ja nie und nimmer. Das ist ja schrecklich. Da kriegt ja Deutschland möglicherweise diese Gebiete. Schon allein deswegen sollte ich da reingehen, um Anführer vom Krieg zu werden, damit Deutschland das alles nicht kriegt. Also müsste ich mit Russland Krieg führen. Ich will mit Russland keinen Krieg führen. Das würde ich hauptsächlich Deutschland machen, oder? Ich müsste mal am Anfang verteidigen. Freunde, wisst ihr was? Die Entscheidung, ob ich in dem Krieg mitmache oder nicht, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Meine Überlegungen habe ich euch ja gerade mitgeteilt. Es macht durchaus Sinn mitzumachen. Es macht aber auch Sinn, nicht mitzumachen. Sich rauszuhalten, schont die eigenen Truppen. Führt dazu, dass die anderen sich gegenseitig Köpfe einschlagen. Allerdings, wenn ich nicht mitmache, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Deutschland irgendetwas von Frankreich erobert, und das wollen wir alle nicht. Wenn ich mitmache, kann ich das möglicherweise verhindern, indem ich meine eigenen Kriegsziele durchsetze. Warschau erobern. Wilkopolski. Das wäre super. Das ist ziemlich die einzig gute Industrieregion von Russland. Soweit ich weiß. Industrie. Orscha, Smolensk. Na doch nicht. Wo ist Orscha und Smolensk? Sind die angrenzend an unsere Gebiete? Orscha, Smolensk und Ingwa. Ingria. Orscha, Smolensk und Ingria. Regionen. Mazowiecki. Rovne. Kiew. Cherson. Mudjak. Luhansk. Kiew. Kursk. Bryansk. Smolensk. Da ist was. Novgorod, Ingria, Estland, Südfinnland, Maseras, Lettland, Lietuva. Na gut, wie schon gesagt, das zeige ich euch das nächste Mal. Bis dahin, eine schöne gute Nacht und schlaf gut und träumt was Schönes.